10 Harry Potter Theorien, die wirklich wahr sind. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video befassen wir uns mit Harry Potter Theorien. Doch es sind nicht meine eigenen Gedankenspiele oder Theorien, sondern Theorien, die schon seit langem im Internet zu finden sind. Und was ist das Interessante daran? Naja, sie wurden alle Jahre später entweder von J.K. Rowling oder durch Pottermore bestätigt. Also bleibt dran und verpasst keine dieser tollen Theorien, die sich später bewahrheitet haben. Bei der Gelegenheit abonniert doch gerne auch den Kanal und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Und jetzt legen wir direkt los. Nummer 1. Harrys Kinder. Ein interessanter Punkt sind die Namen von Harrys Kindern. Im Epilog betrachten wir, wie Harry seine Kinder zum Hogwarts-Express am Gleis 9 Dreiviertel bringt. Zu diesem Zeitpunkt haben Harry und Ginny drei Kinder. James Sirius, Lily Luna und Albus Severus. Was einigen Fans jedoch auffiel, waren Harrys Namensgebungen. Er wählte Namen von Personen, die ihm am Herzen lagen. Doch es fehlen die Namen einiger wichtiger Menschen aus seinem Leben, wie Arthur, also Arthur Weasley, Hagrid und besonders Remus Lupin im Zusammenhang mit dieser Theorie. Die weit verbreitete Theorie im Netz besagte, dass Harry seinen Sohn nicht nach Remus benannte, da er davon ausging, dass Teddy Lupin, also Remus Lupins Sohn, diesen Namen vielleicht für seine eigenen Kinder wünschen könnte. Diese Vermutung stellte sich als zutreffend heraus und J.K. Rowling bestätigte dies sogar auf Twitter. Nummer 2. Dudley Dursley. Er war für Harry ein ständiger Stein im Schuh und schikanierte ihn über weite Strecken seiner Kindheit. Selbst während der kurzen Sommerbesuche schien Dudley keine Gelegenheit auszulassen, um Harry zu ärgern. Doch im Sommer 1995 erlebte Dudley Dursley ein einschneidendes Erlebnis. Nachdem er Harry mit seiner Clique ärgerte und die beiden auf dem Rückweg waren, wurden sie plötzlich von Dementoren überfallen. Das Hauptziel des Angriffs war Dudley. Das Buch weist darauf hin, dass Dementoren einen Menschen seine schlimmsten Momente erneut erleben lassen. Dies führte zu zahlreichen Spekulationen unter den Fans, welcher Moment dies für Dudley genau gewesen sein könnte. Die am weitesten verbreitete Theorie stellte sich schließlich als zutreffend heraus, als sie in 2004 in einem Interview mit Rowling bestätigt wurde. Ich denke, er sah sich selbst, so wie er wirklich war. Für einen derart verwöhnten Jungen wäre diese Erkenntnis sicherlich schockierend gewesen. Nummer 3. Magische Schulen. Hogwarts mag die bekannteste Zaubererschule in der Harry Potter Welt sein, daran gibt es kaum einen Zweifel. Sie ist Heimat des sprechenden Hutes, Ausgangspunkt des Hogwarts Expresses und Standort der peitschenden Weide. Doch J.K. Rowling enthüllte den Fans, dass es weitere Zauberschulen in der magischen Welt gibt. Diese Fans spekulierten eifrig über die möglichen Standorte dieser Schulen. Kurz vor der Premiere von Fantastische Tierwesen gab Rowling auf Pottermore bekannt, dass es weltweit 11 namenhafte Zauberschulen gibt. Dazu zählen Ilvermorny in Nordamerika, Koldostvorets in Russland, Mahutokoro in Japan, Beauxbatons in Frankreich, Hogwarts in Großbritannien, Castello Bruxo in Südamerika, Domstrang in Osteuropa und Uagadu in Afrika. Und es gibt noch viele weitere Schulen. Wenn du mehr über die magischen Schulen in der Zaubererwelt erfahren möchtest, schau dir gerne mein Video dazu an. Nummer 4. Hermines Amortentia-Begegnung. In Der Halbblutprinz übernimmt Horace Slughorn die Position des Zaubertränkelehrers. Schon bald nach seiner Ankunft unterrichtet er die Schüler über verschiedenste mächtige Tränke, darunter auch Amortentia. Dieser gilt als der stärkste Liebestrank der Welt. Der besondere Clou? Amortentia duftet für jeden Menschen unterschiedlich, abhängig davon, was ihn oder sie am meisten anzieht. In Der Halbblutprinz nimmt Hermine eine Duftprobe von Amortentia und identifiziert den Geruch von frisch gemähtem Gras, neuem Pergament und einem dritten, nicht näher benannten Duft. Fans spekulierten, dass dieser unausgesprochene Duft in Wirklichkeit Rons Haar sei. Diese Theorie erwies sich als zutreffend. Der Grund für die geheimnisvolle Umschreibung war, dass eine klare Benennung die sich entwickelnde Beziehung zwischen Hermine und Ron vorzeitig verraten hätte. Nummer 5. Die Todesser basieren auf den Nazis. Der Blutstatus spielt in der Zaubererwelt eine kontroverse Rolle. Hierbei werden Zaubererfamilien nach der Reinheit ihrer magischen Abstammung kategorisiert. Üblicherweise erfolgt die Einteilung in reinblütig, halbblütig und Muggel. Diese Unterscheidung der Blutreinheit erinnert stark an rassistische Kategorisierungen in unserer realen Welt, was zu Vorurteilen und Diskriminierungen führt. Daher sahen viele Fans Parallelen zwischen Voldemort, den Todessern und dem historischen deutschen Führer samt seinen Anhängern. Diese Parallelen stellen sich als beabsichtigt heraus. Rowling bestätigte die bewusste Darstellung dieser Ähnlichkeiten.
Meine Absicht war es, dass Harry aus unserer Welt tritt und in der Zaubererwelt genau denselben Problemen begegnet. Es besteht der Wunsch, eine Hierarchie aufzubauen. Es gibt Vorurteile und das Konzept der Reinheit. Menschen neigen dazu, sich für überlegen zu halten. Und wenn sie sonst keinen Grund finden, sind sie stolz auf eine vermeintliche Reinheit. Das schafft eine Parallele zu den Nazis. Nummer 6. Das rätselhafte Baby in der Art Vorhölle. In die Heiligtümer des Todes wird Harry auf seinem Weg in den verbotenen Wald von Lord Voldemort attackiert. Als er wieder zu sich kommt, befindet er sich an einem unbekannten Ort. Er ist verunsichert und erkennt nicht, wo er sich befindet. Doch er weiß, dass dieser Ort anders ist als alles, was er bisher erlebt hat. Es wird klar, dass er in einer Art Zwischenwelt ist. Während seines Aufenthalts dort fällt ihm ein merkwürdiges, babyähnliches Wesen auf, das auf dem Boden kauert. Seine Bedeutung wird nicht sofort erläutert, was zu zahlreichen Spekulationen seitens der Fans führte. Viele vermuteten, dass dieses Wesen in Verbindung mit Lord Voldemort steht, und sie hatten recht. Dazu äußerte sich Rowling wie folgt: Es repräsentiert den letzten Rest von Voldemorts Seele. Als Voldemort Harry angriff, wurden beide für einen Moment bewusstlos und ihre Seelen, Harrys unversehrt und stark, Voldemorts hingegen entstellt und beschädigt, erschienen in der Zwischenwelt. Nummer 7. Das Geheimnis des fluglosen Fliegens. In der Zaubererwelt wird uns oft vermittelt, dass der Flug grundsätzlich nur mit Hilfe eines Besens möglich ist. Doch im 7. Buch stießen die Leser auf eine Überraschung. Voldemort konnte ohne jeglichen Besen durch den Himmel gleiten und fliegen. Dies führte zu zahlreichen Theorien und Vermutungen unter den Fans. Die gängigste Erklärung war, dass genau wie ein Zauberstab nur als Kanal für die Zauberei dient, dies auch für den Besen zutreffen könnte. Ein mächtiger Zauberer oder eine mächtige Hexe könnte ihre Magie auch ohne Zauberstab nutzen, eine Kunst, die als zauberstablose Magie bekannt ist. Analog könnte der Flug ohne Besen für besonders starke Magier möglich sein, wobei der Besen als ein Mittel dient, die Flugfähigkeiten zu bündeln. Rowling klärte später auf, dass alle Zauberer von Natur aus das Potenzial zum Fliegen besitzen, doch die meisten benötigen einen Besen, um dieses Talent zu nutzen, wegen der Kanalisierung, genau wie mit dem Zauberstab. Nummer 8. Voldemorts unentdeckte Horcruxe. Ein Horcrux ist ein mächtiges, dunkles Artefakt, in das eine Hexe oder ein Zauberer einen Teil ihrer Seele ablegt, um Unsterblichkeit anzustreben. Nur zwei Zauberer in der Geschichte sind dafür bekannt, Horcruxe erschaffen zu haben: Herpo der Üble und Lord Voldemort. Bei Voldemort wurde bestätigt, dass er insgesamt 7 Horcruxe erschuf: Tom Riddles Tagebuch, Marvolo Lugons Ring, Salazar Slytherins Medaillon, Helga Hufflepuffs Pokal, Rowena Ravenclaws Diadem, die Schlange Nagini und unabsichtlich Harry Potter. Doch im Laufe der Zeit wuchs die Vermutung unter den Fans, dass es noch mehr Horcruxe geben könnte als bisher angenommen. Diese Theorie fand Bestätigung auf Pottermore, wo enthüllt wurde, dass Professor Quirrell tatsächlich zeitweilig als ein Horcrux diente und Voldemorts Einfluss in ihm spürbare Schäden hinterließ. Nummer 9. Die genetische Natur der Magie. In der Welt von Harry Potter bleibt die wahre Natur und der Ursprung der Magie weitestgehend ein Mysterium. Obwohl die Erzählung nur wenige Hinweise dazu gibt, was eine Person zu einer magischen Begabung prädestiniert, spekulierten die Fans darüber, ob die Fähigkeit zur Magie genetisch bedingt sein könnte. Rowling hat später gesagt, dass tatsächlich ein magisches Gen existiert, das Personen die Fähigkeit dazu verleiht, Magie zu benutzen. Doch dieses Gen ist nicht ausschließlich auf magische Familien beschränkt. Es kann überraschend auch in Squibs, also magisch geborene Personen ohne magische Fähigkeiten, oder sogar in Muggeln, also Nicht-Magiern, auftreten. Nur diese können halt dann nicht wirklich zaubern. Aber die Genetik kann generationsübergreifend erfolgen. Also dein Opa kann ein Zauberer gewesen sein und dein Vater nicht. Trotzdem könntest du ein Zauberer in der Welt von Harry Potter sein. Oder eben auch nicht. Nummer 10. Was kostet die Ausbildung in Hogwarts? Seit Generationen öffnet der Aufnahmebrief aus Hogwarts für junge Hexen und junge Zauberer ein neues Kapitel in ihrem Leben. Sobald sie das richtige Alter erreichen, signalisiert dieser Brief, dass sie einen Platz an der renommiertesten Zaubererschule Hogwarts haben. Doch nach Abschluss der Buchreihe fragten sich viele, welche Kosten sind eigentlich mit einem solchen Privileg verbunden? Es gab viele Spekulationen, von Stipendien bis hin zu geheimnisvollen Gönnern. Aber letztendlich war die vorherrschende Theorie, dass die Ausbildung in Hogwarts für die Schüler kostenlos ist. Und J.K. Rowling hat diese Vermutung auf Twitter dann wirklich bestätigt. Die Schule ist kostenfrei. Das Zaubereiministerium deckt sämtliche Ausbildungskosten für die Schüler.
Und das war's mit diesem Video. Habt ihr diese Theorien schon vor den Bestätigungen durch Twitter und Pottermore geahnt? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.